Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quäzi-Folge. Und heute haben wir einen Wunsch von Otterly Dog dran. Und zwar Prophecy the Viking Child. Sehr dramatischer Titel, sehr dramatisches Coverbild, wie ihr oben sehen könnt. Ist nur in Amerika und in Europa erschienen. In Amerika hat es auch ein ganz anderes Cover. Und dann dieser Startbildschirm, das irgendwie nichts mit dem Cover zu tun hat, weil das Cover sieht episch aus. Kampf und hier spielt hier einen komisch gezeichneten Menschen und ein Pilz zeigt euch den Stinkefinger, also nicht wirklich, aber sieht irgendwie so aus. Ja, also wenn ihr auch einen Wunsch habt für diese Serie, also ein schlechtes Spiel, egal ob 8 oder 16 Bit, haut es in die Kommentare rein. Ich versuche mir alles mal irgendwann mal anzuschauen. Und die zusätzliche Aussage von Otterly Dog war noch, dass die Musik gut wäre vom Spiel. Das groovt auch einigermaßen. Nur der Rest würde halt ziemlich beschissen sein. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ran. Hat auch wieder so ein bisschen so einen europäischen Touch, finde ich. Ne? Irgendwie, man merkt es ja, wenn so ein Spiel irgendwie mal europäisch irgendwie war. Vielleicht sogar irgendwie so ein PC-Amiga-Hintergrund. Irgendwie verspüre ich den Vibe hier. Okay. sorry, aber guckt euch doch hier mal die Sprunganimation an. Vor allem ist dann ist ja diese Fallanimation. Das. Guckt euch das mal an, das sieht dann aus wie eine andere Person irgendwie. Okay, also wir können stechen. Ist natürlich wahrscheinlich von der Reichweite auch viel zu lang. Wir haben natürlich kein Trefferfeedback, wenn wir hier wen angreifen. Guck mal, bleiben die, wie stehen die Gegner? Guck mal, wie schnell die sind. Hab ich den jetzt getroffen, oder? Okay, also die Gegner werden nicht irgendwie durch euren Schwertschwung irgendwie zurückgestoßen. Respawn anscheinend. Und laufen einfach weiter. Ihr habt keinen Soundeffekt, was euch irgendwie zeigt, dass ihr getroffen habt. Der Gegner blinkt noch nicht mal. Das heißt, ihr wisst noch nicht mal, ob ihr Schaden gemacht habt. Also das ist aber Stichwort Trefferfeedback. Wie soll ich den denn treffen? Ist das nicht so geil? Überhaupt Soundeffekte? Also ich spiele es hier mit einem Emulator, ne? Das heißt, ich weiß es nicht, ob es jetzt daran liegt. Aber Soundeffekte? Also die Musik ist gut, ja. Das stimme ich zu. Gegner sind ein bisschen seltsam. Was soll das sein? Wie die sich bewegen. Levelaufbau ist sehr... Ich sag mal... Einfach gehalten. Sehr lieblos irgendwie. Alter, ja, wenn Gegner so rennen. Ich kann ja gar nicht vernünftig erledigen. Ne? Ja, wie soll ich den vernünftig bekämpfen? Jetzt ohne Witz. Und außerdem, ich werde ständig getroffen. Habe ich jetzt irgendwie Lebensenergie oder irgendwie sowas? Ich bin verwirrt. Was soll das denn hier schon wieder sein? Ja, aber die Gegner können einen selber umstürzen, ne? Das geht natürlich. Aber warum keine Soundeffekte? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Warum mache ich mir diesen Goldmünzen? Guck dir mal die Bewegungspattern an. Was ist denn das für ein Bewegungspattern von einem Gegner? Ach, ist da böse Pilz? Der irgendwie den Stinkefinger zeigen will? Also hier macht das Kämpfen null Spaß, ne? Auch weil man keinen Soundeffekt findet. Ich vergleiche das jetzt zum Beispiel mal mit den Fortress of Fear. Wenn ihr da einen Gegner mit eurem Schwert trifft, dann habt ihr ja einen entsprechenden Soundeffekt. So dieses... ne? Aber also, dann wisst ihr wenigstens, dass ihr irgendwie Schaden gemacht habt. Habe ich hier Lebensenergie? Kann ich hier überhaupt sterben?
Aber so viele gegnerische Treffer, die ich ja schon eingesteckt habe, müsste ich aus meiner Sicht dann eigentlich schon längst tot sein. Aber auch hier so, also Grafik, Animation, Mist. Aber auch hier so, die haben sich noch nicht mal Mühe gegeben. Guckt euch mal diese kleinen Büsche hier an. Okay, die machen Schaden, warum auch immer. Sehen zwar ein bisschen dornig aus, aber das hätte man auch irgendwie deutlicher machen können. Es ist irgendwie nicht so wirklich irgendeine Art von Hintergrund da. Und die Level ziehen sich hier einfach unendlich lange gefühlt, ohne aber irgendwie auch nur ansatzweise spannend zu sein. Bin ich jetzt tot? Oder ist die Zeit abgelaufen? Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Ich laufe jetzt einfach nur mal durch. War der Gegner schon vorhin da? Weil Gegner bekämpfen macht meiner Ansicht nach nicht so wirklich Sinn irgendwie. Ich versuche jetzt einfach nur vorwärts zu gehen, mal gucken, ob ich hier irgendwas hinkriege. Ja, also Gegner nur bekämpfen, wenn es das nicht anders geht. Guck dir das mal an. Der guckt noch nicht mal zu ein. Ich hätte den doch gerade schon töten müssen, oder nicht? Also diese Fallanimation, wieso sieht er denn da plötzlich so ganz anders aus? Warum? Raff ich nicht. Was wollen die mir... Nee. Nee. Also das Springen ist ein bisschen eigenartig, kann man sich aber dran gewöhnen. Ach, ist das diese zweite Zahl von rechts, ist das meine Lebensenergie? Weil ich glaube, die geht runter, ne? Ja, wenn ich getroffen werde, okay. Wie fülle ich die jetzt wieder auf? Weil irgendwelche Upgrades wie Herzen oder sowas gibt es anscheinend nicht einzusammeln. Zumindest habe ich jetzt keine gesehen. Aber wie ihr seht, ich komme hier auf meinen pazifistischen Weg, nenne ich es mal, wesentlich besser durch als mit dem Kämpfen irgendwie, habe ich das Gefühl. Also, soll ich ja gelehrt werden? Oder habe ich durch das Töten der Gegner, habe ich da Lebensenergie bekommen? Da bin ich mir gerade unsicher. Gucken. Ja, hat sich aber nichts. Oder sind diese Münzen, die man einsammelt, Lebensenergie eigentlich? Nee, auch nicht. Okay. Also, das Kampfsystem ist wirklich übelster Müll. Das kannst du nicht anders sagen. Weil ich kann mich ja auch nicht ducken. Oder ich kann wirklich... Das ist meine einzige Art vom Angriff. Oder kann ich irgendwie Select drücken? Select Weapon. Ja. Würde ich gerne. Habe ich noch keine. Okay. Dann gibt es später anscheinend wenigstens verschiedene Waffen. Ich habe nicht mehr viel Lebensenergie, aber ich versuche es mal, damit wir zumindest mal etwas anderes noch sehen. Muss ich jetzt hoch? Okay. Also Levelaufbau ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Okay. Es war relativ unsinnig, da jetzt hochzugehen. Oh, es kommt auch noch ein Boss. Alter! Jo! Aber immerhin bin ich da geheilt. Aber auch das, ne? Das ist kein guter Bosskampf. Ich laufe einfach hin. Und zwar ist keine Herausforderung. Aber ich habe jetzt immerhin ein Level geschafft. Ich guck mal, wie Odins World aussieht. Okay. Wieso fällt sie denn? Da ist doch ein Seil. Benutzt doch das Seil. Also warum es da diesen Sprungschaden gibt,
leuchtet mir nicht ein, weil man immer wieder ja zu Ebenen kommt, wie man hier, ne, wo man es gar nicht verhindern kann. Dann wird man dafür bestraft, im Level einfach weiterzugehen. Ist doch scheuert. Okay, hier ist die Musik etwas sehr düdelig. Aber es ist auch so, ne, was bekämpft ihr denn? Irgendwelche kleinen Würmer und alles. Wie soll ich die denn hier verletzen? Die sind so viel zu niedrig. Ganz ehrlich, ich habe auch echt keine Lust mehr auf das Spiel, weil es macht so viel falsch. Es gibt so viel bessere Spiele. Also da ist sogar mein Fortress of Fear, was ja schon Probleme hat, aber tausendmal besser, weil da so viel mehr stimmt irgendwie. Trotzdem, vielen Dank für deinen Wunsch und mich würde freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaut und mal gucken, was uns dann erwartet. Macht's gut. Tschüss.